Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von The Dark Pictures Anthologie. Wir spielen Little Hope. Wir waren ja gerade im Museum, haben da hat uns da das Mädchen hingelockt. Angela ist höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, tot. Die konnte man nicht retten. Vielleicht ist aber doch noch am Leben. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir schauen mal, was in dieser Folge passiert und wir starten auch sofort. Der Akku ist fast leer. Hat doch eh keinen Empfang. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine gute. Ja, hast wohl recht. Und wo sind die jetzt? Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Ich gehe mal von aus, es ist verschlossen. Hey Junge, du musst die Tür runterdrücken, sonst wird das nichts. Oh je. Programmierfehler. Kann ich mit dem Wagen irgendwas machen? Nein. Auch zu. Okay. Halt. Klettern. Klettern. Hey, Taylor, schau mal da. Eine gute Übersetzung. Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das kriege ich doch aufgehebelt. Brauchst du einen Hebel? Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Aufgehebelt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Schnick, schnack, schnuck. Achso! Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon, mir nach. Wollen wir wetten, dass das das Museum ist, wo die anderen auch drin waren? Ach, guck mal, jetzt Komm, kann er so runterdrücken. Hier lang. Nein, es ist... oder? Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Nö. Nö.
war das denn jetzt? Bist du's? Taylor? Bete nun schon, Sünder. Dem Allmächtigen, auf dass er dir vergeben möge. Taylor! Alles okay? Was ist los? Anlauf! Komm schon! Anlauf! Was war das? Die Stimmen! Ich hab mich selbst gesehen! Mich selbst angestarrt! Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich! Ja, das kommt davon, wenn du hier einen auf Alleingang Fick machst. Fick dich, Daniel! Und du willst mein Freund sein? Was? Ist aber doch für wahr! Eine Scheiße! Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße! Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Nimm's mit. Da, ein Messer. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Ist egal. Nehmen wir es mit? Ja! Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung. Was denn sonst? Okay. Okay, du fühlst dich sicherer damit. Klar. Die Bibel. Die Elemente sind weit von ihren angestammten Plätzen. Die gleichartigen Teile sind entrückt. Es ist möglich, alles wieder in die elementaren Form zurückzuführen. Eine Linie entsteht durch die Verschiebung eines Punktes. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um einen ähnlichen Hintergrund handelt. Körper, Seele und Geist. Monas Hieroglyphika. Die dreifache Magie der ersten Feder. Seligium der Iemet. Weit weg von der angestammten Verschiebung eines Punktes. Okay. Was mir das jetzt immer bringen soll.
Amy Lambert, die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt. Die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr vor Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, da antwortete Mary, ich sah, wie sich Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ diesen seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Also das war praktisch sie. Das hat man ja schon mal. Ah. Lambert-Verfügung. Diese Verfügung wurde für Joseph Lambert vom Reverend Simon Carver ausgestellt, welcher den Stadtrat von Little Hope überredete, dass Lamberts Grundstück aufgrund eines umstrittenen Vertrages eingezogen werden sollte. Diese sorgte für böses Blut in der Gemeinschaft und man vermutet, dass der Streit mit der Behauptung den Gipfel fand, Josephs Frau Amy wäre von der Hexe berührt worden. Das war das, was vorhin noch gefehlt hat. Spät. Okay. Wir können aber hier raus. Da waren wir drin. Stimmt, da waren wir drin. So, da war die Bibel. Genau, die hatte man. Hier geht nicht. Jetzt bin ich wieder da hinten. Wieso ist die Puppe jetzt weg? Hey, sieh mal hier. Ich sag doch, das ist in dem Museum. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Mhm. Komm schon, da geht's lang. Ist das dasselbe Museum? Kurz vorher. Kurz nachher. Komplett andere Räume, andere Zeit eventuell. Komisch. Oh, hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut.
Jetzt endlich hat jemand eine Waffe. Das könnte nützlich sein. Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Jetzt mal ja? Okay. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns, uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Okay. Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich passe auf dich auf. Versprochen. Nee. Selbst die Autoren hier kriegen kein Happy End. Sieht so aus. Im Schauerroman Traktat der Angeketteten 1856 berühmt wurde. Tilly wurde im Juni 58 auf mysteriöse Weise verstorben im Haus aufgefunden. Okay. Du holst gerade den Mond an, oder was? Schon klar, aber... Nichts aber! Diese Nacht ist ein einziger Albtraum. Seit dem Unfall. Danke, dass du da bist. Ohne dich wäre diese grässliche Nacht. Erstmal hier anscheißen und dann aber... Wir sind füreinander da. Solche Blätter sind immer gut für irgendwelche Informationen. Foreclosed Bank und Keep Out. Außer uns hat sich schon lang kein Tourist mehr. Das Touristencenter. Wollen wir da rein? So ein bisschen so gucken. Möchtest du da nicht hochsteigen und. Ne? Gut. Dann weiter. Aussichtspunkt. Wo kommt das her? Weiß nicht. So, eine archäologische Ausgrabung förderte hier im Jahre 1955 eine Schicht Asche und Knochenfragmente zutage. Deshalb wird vermutet, dass hier während des Hexenwahns im Jahre 1692 Menschen gehängt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Es ist nicht bekannt, welche Beschuldigten hier hingerichtet wurden. Das Fremdenverkehrsbüro Little Hope. Erinnert ja so ein bisschen an Salem, wa? Na komm, lauf! Lauf!
Küche. Was ist da? Warum ist die Straße gesperrt? Nein. Was ist das? Komm mal her! Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da? Die hab ich hier drauf gemalt, mit meinem Dad, als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Manchmal bist du echt so ein Vollidiot. Das ist kein Zufall. Das ist diese gottverdammte Stadt. Hey, hey, look at me, look at me. We're getting through this, okay? Together. Oh, fuck. Das ist nicht mein Dörr. So helft mir doch, ich bitte euch. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort! Du stimmst mich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Bösen musst du brennen. Bitte, Gnade! So haltet ein! Ah! Nein, nein, bitte nicht! Nein, bitte! Ah! Ah! Nein! Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Hey, verpiss dich gefälligst. Oh, verdammt nochmal. Ach du Scheiße, was ist das? Los, schnell. Scheiße. Ah.
Das war ein langsamer Zombie. Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Das Vieh geht zu. Hey! Halt diese Biester hinter uns her! Los, halt das! Komm schon, schneller! Hey, lauf! Los, hier ran! Ihr wisst, was ich meine. Also dieses schwarze verkohlte Etwas geht so in Minutenschritten pro Fuß. Minute. Nächster Schritt. Minute. Und die ist so Sekundentakt. Tak, 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 tak. Und das hier ist ständig hinten dran. Okay. Künstlerische Freiheit. Verdammt, was machst du da? Los, hier rein. Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein. Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Der Alte ist nicht mehr ganz dicht. Das kann er draußen gern sein. Ich weiß, dass du da bist. Was in Gottes Namen hat er vor? Sein Gebrüll wird das Biest zu uns locken. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Woher will ich dir ins Gesicht sehen? Jetzt lass mich rein. Er könnte uns helfen. Das ist eine echt schlechte Idee. Manchmal ist kein Fehler. Was ist hier eigentlich los? Etwas hat uns verfolgt. Es war wie in einem Albtraum oder Horrorfilm. Was zur Hölle redest du da? Hast du eine Kopfverletzung? Lass den Scheiß! Oder willst du sterben, Mann? Was? Geh selber sterben. Du bist ein echt übler Kerl, weißt du das? Das geht nun aber echt zu weit. Geh und komm nicht zurück. Da draußen kann uns nichts helfen. Ich denke mal,
Wir machen hier mal einen kleinen Cut und sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich muss erstmal auf Toilette gehen und meinem Kater auch neues Futter drauf machen. Der wird nämlich gerade hier wach. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis gleich. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Going to Scarborough. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand.